Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 29.07.2020. Und unser DAX, ja, der sieht eigentlich die ganze Zeit aus, wie als klatschte hier unten auf dem Boden. Fällt aber einfach nicht. Er schwebt so im Nirgendwo eigentlich, knapp vorm Abrauschen. Deswegen können wir heute auch das Video extremst kurz fassen, weil ich kann Ihnen gar nichts anderes sagen. Also, wir sind unterhalb des Keils. Das heißt, die Chartlage ist negativ eingedreht. Wir haben tiefere Tiefs, wir haben tiefere Hochs. Das heißt, wir haben durchaus Potenziale, hier weiter unten rauszuarbeiten. Erreichbar sind die 6,70, 6,40, das ist alles unverändert. Er zündet halt einfach die Kiste nicht, ne? Sollte hier drunter fallen, das bleibt auch weiter so, sind hier Bewegungen bis 12,400 möglich. Und man sollte zum Mittwoch bisschen Blick auf die FED halten, die dann am Abend kommt, sollte die unseren DAX nämlich oben rausjagen. Denn FED-Tage sind oft Long-Tage, nicht immer, aber oft. Ist der Bereich ja, das wird jetzt komisch. Also der Bereich hier oben, auf jeden Fall die Kanalkante, ne? Die 79, das wäre eigentlich schon erster Anlaufpunkt, das wäre wahrscheinlich für einen Mittwoch schon genug. Mehr wird schwer. Da müsste sich schon ordentlich ins Zeug legen. Also da müssen die einen ordentlichen Kracher machen, dass da mehr kommt. Ja, ansonsten können wir hier erstmal festhalten, oberhalb von 8,60 wäre dann eben, wie gesagt, da hat schon ein bisschen mehr Platz. Vielleicht ein Pullback auf 900, aber ja, das ist alles so. Eigentlich ist er ja nach unten raus, ne? Wir eigentlich hier oben nicht so viel. Sind das Zeug zu rumsuchen, dann sind wieder welche irritiert, weil sie sagen: Mensch, das passt doch gar nicht zu dem, was gestern gesagt wurde. Ja, schwierig. Ich würde vielleicht so sagen: Wir haben hier oben halt noch Knautschzone, und er kann da letztendlich sogar noch mal drüber treten, wenn er das jetzt hier ausgekontert gekriegt, was er sich hier in den Grün reinstartet, über 8,30, über 8,40, über 8,50 reinstartet in den Handel zum Mittwoch, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie den hochtragen und dann tragen sie den bestimmt bis hier oben an das Gap, ne, an das Gap bei 12,95. Von dort könnt ihr nochmal ordentlich nach unten säbeln. Ansonsten hätten wir oben um die 13,80 rum hier nochmal einen guten Widerstand. Und wenn er sich darüber etabliert, sind dann auch 13,200 wieder drin. Das haben wir gestern, glaube ich, auch schon mal so in die Richtung gesagt. Von daher würde ich es einfach jetzt mal so abstecken. Also den Widerstand, den sollte man auch nicht ganz vergessen. 13.000 ist dann ganz interessant, aber der Knackpunkt sollte schon sein, dass man schon eigentlich über 850, über 900 eigentlich damit rechnen muss, dass der hier nochmal ein Stückchen nach oben macht Richtung Gap Close, ne? Also wenn er zu positiv kommt, wäre das dann, wenn er zu positiv kommt, wäre das dann auf jeden Fall ein Zeichen, dass das hier unten nichts wird halt, ne? Also wäre dann ein. Er hat so viele Vorlagen jetzt nach unten. Also wenn er sie nicht verwandelt kriegt, dann ist es ein Versager. Dann wird es auch unten irgendwann nichts mehr. Und dann rupft er uns oben raus. Fettag ist dafür jetzt prädestiniert. Geht also über 850, über 900, hat er schon Potenzial. 900 muss man ein bisschen aufpassen. Das sieht schon von hier aus gesehen. Das sieht so ein bisschen aus wie einmal, als wie als könnte man da auch noch mal drauf kurz zurückstoßen. Die 900 und wieder zurück. Da wird das ja egal. Nee, also er könnte auch noch mal drauf zurücklaufen. Ja, gut. Ansonsten unten das Aktiv. Unsere Lisa ist auch ganz gut weggekommen heute. Das tut ihr auch mal wieder ganz gut. Und gleich zwei Trades verwandelt bekommen. Zwei Shorts, die wir gestellt hatten. Und ja, schauen wir mal, was da hier noch geht. Also, wie gesagt, wir sind immer noch außerhalb des Keil, er kann weiterfallen. Tageskerze sieht jetzt auch wieder ganz schick aus, haben wir gestern schon gesagt. Die ist nichts sagen, die Grüne dazwischen. Das hat sich jetzt bestätigen können, haben jetzt eine rote daneben gestellt bekommen, die sogar den Tagesschlusskurs unter allen vorherigen Tagesschlusskursen hat. Damit ist auch der Tageschart wieder ein bisschen weiter nach unten gedreht. Und mehr kann ich hier einfach nicht sagen. Also, aus dem Tageschart heraus. Aus dem Tageschart heraus wäre hier halt schon auch Platz. Ne? Also insbesondere, wenn er jetzt noch nach unten arbeitet, hier unter der 12, ja, was ist das, 12.800 hier unter mittlerem Band, wäre auch hier vielleicht bis auf den Supertrend 12.400 wäre auch Platz. Also Platz ist genug, Potenziale sind genug, aber er muss halt hier, muss halt einen Impuls kriegen, dass er einmal nach unten aufknallt halt, ne? Dass er mal loslegt. Der fehlt momentan. Der
legt sich zwar mal wieder runter, aber das kommt nicht in Fahrt halt, ne? Gut. Ja, von daher, lass mal so, Analyse gilt weiter, alles bisher Gesagte hat weiter Bestand. Pullback hier oben haben wir nicht geschafft zum Dienstag, der hätte noch kommen können. Ist aber okay, also reicht vollkommen aus, muss er nicht machen. Und schauen wir mal, vielleicht kriegt er sich aber mal per Abwärtsgap ein bisschen vorgelegt. Das wäre, denke ich, ganz förderlich, zumindest mal hier den Bereich anzulaufen halt, ne? 6,70 bis 6,40, das wäre ja schon mal eine halbe Miete. Das wäre schon mein erster Stoß. Ne? Gut, ich kann nicht mehr sagen. Hier gibt es nicht mehr zu erzählen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao.